Hi Leute, willkommen zurück zu einer weiteren Folge von Let's Play Mario Puzzle and Dragon Super Mario Bros. Edition, das wollte ich sagen. Mein Gott. Ja, wir sind jetzt nochmal bei Verwandlung und wir können wieder nichts anderes machen, außer unsere komischen Flügel zu verwenden. Und deswegen habe ich mich dafür entschieden, dass der gelbe Koopa eh keine andere Verwandlung hat, außer der gelbe Paracoopa. Und das heißt, der bleibt halt Typ, ja, Licht. Nur, dass er jetzt doppelt Licht ist, glaube ich. Also halt mehrfach doppelt angreifen kann. Und ein bisschen stärker wird. Für was anderes will ich meine Flügel momentan eh nicht verschwenden. Also nehmen wir einfach mal das. Außerdem schauen wir bei den Fertigkeitenverbesserungen vorbei, aber da geht momentan gar nichts, wie es aussieht. Naja, dann reisen wir halt einfach mal weiter in Welt 3. Und gehen jetzt zu diesem komischen 3-Farben-Level wieder. Okay, und es gibt auch neue Gegner. Ich hätte, wie gesagt, gerne mal irgendwas Neues, Finsternismäßiges, aber da gibt es momentan leider nicht wirklich was. Alter, was für ein Farbenlevel ist das? Das ist Feuer, also Rot, Grün, Gelb. Rot, Grün, Gelb. Rot und Grün haben wir vorne. Ne, Rot und Gelb haben wir vorne. Grün haben wir da. Rot, Grün, Gelb. Das heißt, da können wir gleich mal Gelb mit reinmachen. Da können wir Grün lassen. Da, Rot lassen. Ist mir auch egal. So, Grün, wollte ich sagen. Okay, und dann würde diesmal Feuer-Luigi ganz gut reinpassen, ne? Wir haben anderthalb Mal. Ja, gelb, anderthalb mal rot und zweimal grün. Dann schnappen wir uns jetzt einfach mal Feuer-Luigi. Gut, dass wir den endlich mal freigeschaltet haben. Wurde ja auch langsamer Zeit. Sollte genug Damage sein. Ich finde so 3-Farben-Level so viel einfacher als 5-Farben-Level. Da machen sie nicht mal stärkere Gegner rein. Das ist irgendwie voll lächerlich teilweise. Okay, nehmen wir lieber den Röhrenweg. Ja, oder sind Donkey Kong-Fässer an der Seite oder sowas? Oh, Starry. Der ist schon mal ganz cool. So, so. Und so. Okay, Starry hat noch genug Runden Zeit. Bis er angreift, bis dahin haben wir den auf jeden Fall down. So. Gibt aber keinen Starry für uns. Das ist wieder so ein Typ, den kennen wir ja schon aus der Demo. Oh! Die verbesserte Piranha-Pflanze, die ist ja dann, glaube ich, die Feuerpflanze. Hau mal raus, was du raushauen kannst. Weg mit der verbesserten Pflanze. Bleibt wieder nur noch Stachy übrig. Und das sollte eigentlich schon fast wieder reichen. Tut es auch. Sehr schön. Wiegert, den kennen wir schon aus der Demo. Das heißt, der hat keine Lebenspunkte, sondern der braucht eine bestimmte Anzahl an Treffer, bis er stirbt. Und wenn man das weiß, ist der eigentlich kein Problem. Ein paar Kombos rausgeholt. Wir haben zwar nichts sehr Effektives gegen euch, aber wir haben vieles Neutrales und das reicht für euch auch sowas von aus. Wir hätten sogar 4 von euch auf einmal vernichten können bei dem Damage, den wir gemacht haben. So, und du noch. Oder ihr noch. Ihr seid ja mehrere. Wunderbar. Fast beide weg. Ja, dann stirbst du auch noch. Und kommen wir schon zum Boss? Fragezeichen. Wäre möglich. Ich kenne auf jeden Fall die Röhre wieder zurück und sind auch direkt beim Boss. Wunderbar. Geht ja wieder gut los hier. Ein Feuerbruder. Der uns gleich mal einen reindrücken will. Sogar beide. Diese Überraschungsangriffe können schon ganz schön tödlich sein, wenn man damit nicht rechnet, beziehungsweise wenig Leben hat. War bei uns jetzt nicht der Fall. Das Problem ist, die sind halt, ja,
Wir haben halt nichts sehr Effektives gegen die. Könnte also schon problematisch werden hier. Immer noch eine vernünftige Kombo bei rausgeholt. Sollte auf jeden Fall reichen, um einen von denen zu vernichten. Nein, reicht gerade so nicht. Verdammt, wir kriegen wieder zwei Gegenangriffe. Feuerwechsel bedeutet Wasser. Orbs verwandeln sich normalerweise in Feuerorbs, da wir aber keine Wasserorbs dabei haben. Kann mir das eigentlich vollkommen egal sein. So, hau meinen Rempler raus, sonst ist der schon mal weg. So, Geflügelte macht Feuersphären in Lichtsphären. Warum nicht? Wir kriegen ja auch 500 Leben dafür dazu. Und können jetzt eine vernünftige Combo damit auch machen. So. Er macht ihn jetzt leider nicht ganz so viel Damage, wie ich es erwartet hätte. Was kannst du eigentlich? Senkt dir den Wasserschaden. Okay, bringt mir nicht viel. Hätte ich vielleicht eben machen sollen, als wir so einen großen Lichtangriff gemacht haben. Aber egal. Funktioniert es jetzt hier immer noch genauso. Na, war aber kein so guter Combo-Dingens. Ach, jetzt nerv doch nicht rum, du blöder Feuerbruder. Du weißt doch genauso gut wie ich, dass das hier keinen Sinn mehr macht. Überhaupt noch weiter zu kämpfen. Du wirst eh früher oder später down gehen. Also wehr dich nicht so dagegen. Aber das Leben, was die haben, ist mittlerweile echt schon krass. Ich frage mich jetzt mittlerweile schon, ob das Spiel davon ausgeht, dass man vielleicht Level zum Item holen wiederholt. Damit sie dann noch die Level deiner Mitstreiter erhöhen. Weil es wird halt momentan echt schwer, hier was reißen zu können. Hast du eigentlich schon mal die Punktejagd ausprobiert? Diesen Modus kannst du in der Weltenauswahl auswählen. Dort kannst du deine Sphärentechnik verfeinern. Ja, es ist quasi ein Übmodus, also brauchen wir nicht, weil wir sind schon gleich bei der Hälfte des Spiels. Da brauche ich nicht noch üben. Das habe ich jetzt eigentlich schon mehr als genug. Ja, hier sind fast alle Gegner mit Feuer in Verbindung. Bedeutet für uns 5 Sphären, also 5 Farbenlevel. Dass wir vielleicht ein bisschen mehr auf Wasser setzen sollten. Nehmen wir also mal dich als Anführer. Und packen dich auch wieder mit rein. Ja, wir brauchen aber dich. Wir haben sonst keinen Feuermitstreiter. Bleiben wir also so. Haben wir zumindest alle Farben dabei. Nein, ist okay. Und nehmen dann als Helfer. Ich glaube, wir müssen ja doch Licht-Mario wieder mitnehmen. Alles andere bringt uns nicht viel. Na, so viel Wasser, wie ich mir das gewünscht hätte, ist jetzt doch nicht mit dabei. Nur zwei, also nur zwei halbe, also quasi doch nur einer. Weil wir aber auch in unserer Teamauswahl nicht ganz so viel Auswahl haben. Einfach nur aus dem Grund, weil ich halt offscreen keine Teamkameraden trainiere, keine Items sammle, um andere Teamkameraden zu verwandeln und so weiter und so fort. Das heißt, wir haben quasi nur unsere normale Teamzusammenstellung hier und ich sehe jetzt schon kommen, wir werden diesen Kampf auf jeden Fall verlieren. Also ich glaube, das nächste Level werde ich nicht mehr schaffen, ohne Offscreen zu trainieren, also die nächste Welt. Wenn wir diese Welt hier überhaupt schaffen. Weil diese Welt ist mittlerweile echt schon so, dass wir 3 Runden für einen normalen Koopa brauchen und das ist echt nicht mehr normal. Also wir sterben fast an einem normalen Koopa und einem Para-Koopa. Ich will gar nicht wissen, wie der Endboss aus dieser Welt aussieht. Wir bei Bum Bum eben schon echt harte Probleme hatten. Hier, wir sterben. Wir sterben in der ersten Runde, ohne einen normalen Koopa besiegen zu können. Und das, obwohl wir eigentlich nicht so viel falsch machen. Ja, nächste Runde sind wir tot. Ich habe das Gefühl, als wenn ich echt offscreen leveln muss. Ansonsten ist das hier aussichtslos. Wir sind jetzt tot. Game over in einem stinknormalen Level im ersten Kampf. Solange es kein 3-Farben-Level ist, haben wir echt keine Chance. Nee, im ersten Kampf brauche ich kein One-Up opfern. Also es ist jetzt das vierte Mal, dass wir in dieser Welt wirklich echt in Bedrängnis geraten sind und diesmal jetzt das erste Mal gestorben.
Aber die anderen Male hätten wir, wenn wir dann nicht noch richtig Lackkombination rausgehauen, hätten auch verloren. Ja, wir werden es jetzt noch ein paar Mal probieren. Wir sind doch erst bei 10 Minuten im Part. Das heißt, wir werden jetzt noch ein paar Mal versuchen. Aber ich habe fast das Gefühl, als wenn es uns nicht viel bringen wird, hier so viel zu probieren. Ich glaube, wir sind hier tatsächlich an einem Punkt angelangt, an dem ohne Offscreen-Level nichts mehr geht. Also, auf geht's. Ich hoffe mal, ihr habt da nichts gegen, dass ich dann ohne euch was mache. Aber bei Pokémon beispielsweise trainiert man ja auch offscreen. Das muss man den Zuschauern dann ja auch nicht immer unbedingt antun. Wie man 35.000 Mal gegen wilde Pokémon kämpft. Alter, wir machen denen einfach kein Leben. Wir ziehen die kein Leben ab. Vier Teamkameraden von uns greifen den an und der verliert einfach kein Leben. Stinknormaler Cooper. Der Standardgegner vom Herrn. Verliert einfach kein Leben. Unfassbar. Wir sind schon wieder tot gleich. Das hat keinen Sinn. Das hat echt keinen Sinn. Okay, irgendwie habe ich da oben gerade richtig was versaut. Und richten konnte ich es auch nicht mehr. Oh, wir haben Koopa besiegt. Herzlichen Glückwunsch. Jetzt ist der Para-Koopa killen. Ne, jetzt macht er wieder eine Licht- und Holzresistenz. Ja, dann können wir jetzt mal ein bisschen Wasserschaden raushauen. Ja, boah. Aber es wird nicht einfacher werden, weil einfachere Gegner als Koopa und Para-Koopa wird es hier, glaube ich, nicht geben. Irgendwie eine rote Combo zusammenbekommen, so. Oh, nee. So. Immerhin noch das Beste draus gemacht. Toll, ein Feuerangriff gegen den Wassergegner ist das Beste, was man machen kann. So, man merkt auf jeden Fall, dass die Super Mario Bros. Edition wesentlich schwerer ist als die Puzzles & Dragons Z Edition und wir sind gleich tot. Nächster Angriff ist unser Tod. Wir müssen uns jetzt auf jeden Fall heilen. Puh, also machen wir so und dann so und dann so. Da war uns ein bisschen was geheilt und beide vernichtet. Boah. Ja, mal sehen, wie weit wir noch kommen. Ich denke mal, ach, hier sind ja noch viel zu viele Kämpfe. Das wird unser. Das ist eigentlich schon aussichtslos in die Situation. Ja, hauen wir nochmal ganz viel Holz-Damage raus. Das freut die richtig. Das schüchtert die richtig ein, so Holz-Damage zu kriegen. Okay, Flucht finde ich nicht so schlecht. Sind wir den zumindest schon mal los. Und müssen uns auf jeden Fall heilen. Wir müssen auf jeden Fall auch irgendwie Wasserdamage zusammenbekommen. Aber wird so irgendwie nichts. Und da wir auch keine Heilung gekriegt haben, wird uns der Para-Koopa wahrscheinlich gleich auch töten. Okay, du wirst jetzt sterben müssen. Damit. Der Rest bringt uns gar nichts. Und das bringt uns auch gar nichts. Er wird uns trotzdem töten. Jo! Geile Sache. Wir haben keine Chance in diesem Level. Wir können das so häufig probieren, wie wir wollen. Nein! Ich will kein One-Up. Wir haben davon nur drei. Wir haben seit Ewigkeiten keins mehr dazu gekriegt. Da möchte ich für so einen Kampf nichts verschwenden, für so einen Standardkampf. Ja, bringt mir nichts, wenn ich lauter Level-3er-Gefährten dazu bekomme. Alter Vater, was soll ich denn dagegen machen, Mann? Wir brauchen stärkere Teamkameraden. Das Problem ist nicht das Level unserer Teamkameraden. Das ist halt echt nicht das Problem, sondern das Problem ist, dass fast alle unsere Teamkameraden halt unentwickelt sind. Das sind halt alle noch in der ersten Form ihrer Entwicklung.
Also zumindest Koopa ist noch in der ersten Form seiner Entwicklung und der rote Koopa ist auch in der ersten Form seiner Entwicklung. Das heißt, ich muss halt einfach Items farmen. Das ist es, was ich brauche. Ich muss halt krass Items farmen. Und ich möchte gerne ins Geisterhaus, verdammt. Aber wir haben ja bislang in unserem kompletten Abenteuer nur eine einzige Goomba-Münze und keine einzige Cheep-Cheep-Münze bekommen. Also die scheinen echt mega selten zu sein, die Drops da. Hm. Hier, Goomba beispielsweise. Wenn ich den jetzt verwandeln würde... Ich weiß nicht, was seine jetzigen Werte sind. Hä? Warte mal. Seine jetzigen Werte sind jetzt 1226.600. 1226.600. Wenn ich dich jetzt dahin verwandle, dann sinken seine Werte ja ab. Und zwar krass. Warum sinken seine Werte so krass ab? Der ist ja der schlechter nach der Verwandlung als vorher. Weil bei Goomba habe ich eben Ähnliches gesehen. Goomba hat jetzt 950, 665... Der Angriff ist weniger, wenn ich den 2-Gumba-Tour mache. What the fuck? Wie soll ich denn diese Kämpfe schaffen hier? Ich versage kläglich an so einem stinknormalen Level. Das ist. Okay, was haben wir hier? Steht 1000 LP wieder her und verwandelt Holzwehren in Herzwehren. Ist eigentlich eine coole Sache. Aber so ein Angriff ist halt voll Katastrophe. Der 1230 Angriff. Die halt echt. Das bringt uns gar nichts, der Angriff von denen. Hm. Unser komplettes Team ist nutzlos. Wer hat denn einen vernünftigen Angriff? Da, der hat eigentlich für Level 2 einen relativ vernünftigen Angriff. Aber wir haben halt auch schon ein Doppellicht hier. Das ist alles. Das bringt uns alles nichts. Mann. Tombola mit Streiter erwecken. Würde ich gerne machen. Arschloch. Fähigkeiten verbessern bringt uns auch nichts. Team ändern bringt uns nichts. Hm. Versuchen wir es noch einmal mit einer ganz anderen Taktik. Ich komme mir fast nur Feuergegner vor. Das bedeutet, wir ziehen unser Team jetzt mal so zusammen. So. So und so. Nee, Goomba macht mir zu viel Damage, der muss dabei bleiben. Dann nehme ich dich statt dem mit. Oder? Nee, du hast auch schon mittlerweile 1000 irgendwas der Angriff, du bleibst du drin. Was ist mit Cheep Cheep? Wer ist jetzt besser, Cheep Cheep oder Blooper? Nee, deine Fähigkeit ist scheiße, dann nehme ich lieber Cheep Cheep mit. Und nimm dann noch den Ice Luigi mit ins Team. Sodass wir halt krass viel Wasserschaden machen und hoffen einfach auf extrem viele Wassersphären. So wie hier beispielsweise. Fangen wir mal mit einer Wassersphären-Kombination an. Aber der Kampf ist diesmal anders. Diesmal ist es ein Koopa mehr im ersten Kampf. Ich meine, wir sind ja eben schon mehrfach an Koopa und Paracoopa verreckt. Warum sollten wir jetzt nicht Koopa, Paracoopa und Koopa schaffen? Ist ja ganz easy. Ja, und wir haben keine Wassersphären hier. Immer noch keine Wassersphären hier. Das war eine super Idee, die ich da hatte. Das sieht schon besser aus jetzt. Wenn wir nochmal krass viel Damage reinbekommen. So, ciao. Gut, jetzt kommt wieder die Röhre. Wenn ich diesmal mal unten bleibe, kriegen wir dann einfachere Gegner. Ja, wir kriegen jetzt auf jeden Fall sowas hier.
Ich weiß nicht, ob das als einfacher einzustufen ist. Einer ist immerhin schon mal weg. So. Gut, nächste Runde greift das Drecksviech an. Versuchen wir jetzt nochmal alles mögliche an Damage rauszuhauen, was geht. Und weg mit dem Viech. Erziele 5 Kombos, das sollte irgendwie machbar sein. Oh, eine Dreier-Kombo. Und hier haben wir noch eine Dreier-Kombo. Sogar eine Vierer-Kombo, sogar eine Fünfer-Kombo. Wieder mal viel zu viel. Obwohl wir nur noch 2er brauchen. Aber ein One-Up-Hit. Das ist ganz wichtig. Jetzt haben wir nämlich endlich 4 neue Versuche. So. Gut, machen wir jetzt mal einen vernünftigen Wasserangriff hier. Damit ist der erste von denen schon mal weg. Puh, dann so, so. Und so. Da ist der nächste von denen schon mal weg. Jetzt machen wir hier Kugel der Heilung. Wunderbar. Und heilen uns dann einfach mal ein bisschen. So, wieder full life. Das Viech greift natürlich nochmal an. Und so und so. Weg mit dir! Wunderbar! Einen weiteren roten Cooper werden wir da kriegen. Nicht so schöner Anfang. Ich glaube, wir werden kurz vom Boss nochmal Probleme kriegen. Aber auf jeden Fall läuft es mit dieser Wasserkombination wesentlich besser. Ja, Paracooper war fast weg. Jetzt kann er uns nochmal Damage drücken. Das ist unnötig eigentlich. So, jetzt werden wir dich aber erstmal... Unser allererstes Ziel ist, dich zu vernichten. Und das haben wir geschafft. Oh, Stachelpanzer. Au! What the fuck? Okay, der hat uns zum Glück nicht angegriffen. Was war das denn bitte für eine Scheiße? Okay, wir müssen unsere Abwehr aktivieren. Ansonsten sterben wir eh gleich weg. Oh, verdammt, die greifen erst in 3 Runden wieder an. Das heißt, natürlich total gelohnt, seine Abwehr für 3 Runden zu erhöhen. Jetzt haben wir hier auf jeden Fall wesentlich mehr Wasser, auch wenn das hier gerade auch nichts bringt. Wie doof bin ich eigentlich? Sollte ich mal vorher nachdenken, was ich hier aktiviere, bevor ich irgendwas mache? Wir kämpfen gegen ein Viech, was keine Schwäche hat, sondern einfach nur eine benötigte Anzahl an Treffer braucht. Und gegen ein Viech, was Pflanze ist, und dann mache ich hier einfach Wasserdamage erhöht? Wie bescheuert bin ich eigentlich? Naja... So, du wirst jetzt auf jeden Fall fallen. Und du kriegst auch ein bisschen was ab. Okay, heilen sollten wir jetzt trotzdem langsam nochmal, sonst ist das... alles, was wir hier probieren, auch gleich wieder Geschichte.
Überleben wir das? Oh Gott, gerade so. Drei Runden noch. Aber danach kommt ja erst der Boss. Das ist ja noch nicht mehr der Boss hier. So und so und so und so. Heil dich jetzt vernünftig. Und das Drecksviech ist auch weg. Jetzt kommt der Boss. Na super. Der Boss ist... Paragumba, Pflanze und Paragumba. Jetzt brauchen wir Feuer? Ich habe so gut wie kein Feuer dabei. Die haben alle Feuerschwäche. Ich hasse euch. Das haben die doch mit Absicht gemacht, dass die Leute sich hier solche Teams zusammenstellen. Und dann schmeißen sie einen solchen Gegner als Finale da rein. Ja, keine Chance, sie werden sterben. Jo. One hit. Ach, weißt du was? Komm, scheiß drauf. Ich aktiviere jetzt hier einfach so ein One-Up. Verdammt, jetzt meine Kombi hier ganz anders. Ja, immerhin eine kleine Kombi. Wow, das bringt voll viel. Wir haben nur Wasserleute dabei, die sind alles Pflanzentypen. Ich hasse es. Fuck, fuck. Das war gar nicht. Ich kann auch nicht mehr reden, mein Gott. Ich sollte den Part gleich endlich beenden. So. Kann er jetzt nicht mal sterben? Wie viel hält er denn aus? So, kill den. Okay, dann... Heilung. So. Danke. Danke. Wir sind gleich wieder tot. Oh Gott, ist das eine Scheiße hier. Ist das eine Scheiße hier? Moment mal, das erhöht doch... Ja. Das senkt erlebt den Holzschaden eine Runde lang. Das ist praktisch. Wird uns aber, glaube ich, trotzdem nicht reichen, um uns zu retten. Das wollte ich sagen. Ich kann, wie gesagt, ich gerade null mehr reden. Ich habe die Herzkombo nicht hingekriegt. Im Grunde genommen haben wir jetzt einen 900-Angriff gemacht und das war's. Aber senkt heißt also, wir kriegen gar keinen Damage. Danke für die nützliche Info. So, zwei, drei Runden lang defensiv erhöhen. Eine reine Runde reicht uns auf jeden Fall, haben wir auf jeden Fall nicht. Wir werden gleich sterben. Also noch ein Angriff von beiden und wir sind tot. So, Holzsphären in Wassersphären. Was es auch immer bringt. Dann auf den konzentrieren. Fuck, jetzt muss ich die Computer doch wieder durchbrechen. Ach. Er stirbt nicht! Ah! Am Arsch! Es stirbt einfach nicht. So und so und so. Es ist draufgegangen, okay, damit nur noch die Pflanze. Boah, ich muss sowas von offscreen trainieren, das geht ja gar nicht. Ach, leck mich doch am Arsch, so. Toll. Oh mein Gott. Konzentration. So und so und so. So, damit haben wir endlich wieder genug Leben, um doch einen Angriff von die Maus zu halten. Aber wenn es ganz gut läuft, dann brauchen wir vielleicht gar keinen weiteren Angriff mehr von ihm aushalten. Ja.
Oh doch, wir müssen noch einen Angriff von denen aushalten, oder? Alter, wir haben es geschafft. Wir haben zwar ein verkacktes One-Up opfern müssen, aber wir haben es, meine Fresse, endlich geschafft. Leck mich am Arsch, ein Feuerblock. Danke für den roten Koopa auf Level 3. Wir sind Level 20 mit Goomba und schaffen es hier trotzdem nicht. Okay, da müssen wir dieses Kapitel hier wohl in 3 Parts unterteilen, weil das einfach monstermäßig heftig ist hier. Kommt das nächste wieder ein 5-Farben-Level, da kriegen wir mal ein bisschen Verschnaufpause. Es ist ein herzloses Level. Ja, sicher. Ohne Heilung, warum auch nicht? Ganz easy. Wir sehen uns das beim nächsten Mal danach an, würde ich sagen. Ich hoffe, ihr hattet Spaß. Ich glaube, ich muss aufs Screen trainieren. Bis zum nächsten Mal und auf Wiedersehen.